Damit kommen wir sogar etwas vor der Zeit. Wir haben schon wieder 5 Minuten eingespart. Kommen wir zu Tagesordnungspunkt 1, zur Fragestunde. Das ist die Drucksache 20-8600. Und ich darf die Frage 704 aufrufen und Herrn Dr. Stefan Naas das Wort geben. Fahren, Stefan, fahren. Entschuldigung, Herr Dr. Grober. Entschuldigung. Jetzt, also können Sie, Herr Dr. Naas, können Sie bitte noch mal das... So. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, warum soll die Förderung von Lastenrädern derzeit wirtschaftspolitisch sinnvoll sein? Frau Staatsministerin, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Naas, das Förderprogramm ist ein Baustein von vielen, mit denen die klimapolitischen Ziele der Hessischen Landesregierung unterstützt und die beträchtlichen Treibhausgasemissionen durch den motorisierten Individualverkehr reduziert werden sollen. Die Lastenradförderung dient vor allem der Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern beim Umstieg auf klimafreundliche Mobilitätsformen, nicht vorrangig der Förderung der Wirtschaft im Allgemeinen oder bestimmter Branchen im Speziellen. Unter anderem wirkt der als hoch empfundene Anschaffungspreis für Lastenräder als Hürde, welche durch die Förderung gemildert werden soll. So können die vorhandenen Möglichkeiten zum Umstieg auf alternative Mobilitätsformen allen Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen zugänglich gemacht werden. Förderprogramme, die den Verbrauch und damit die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern verringern, sind dadurch auch wirtschaftspolitisch sinnvoll. Aber zunächst hatte sich jetzt Herr Dr. Grobe gemeldet. Moment mal bitte. So, ich frage die Landesregierung, plant Frau Ministerin für die jeweiligen Sitzungen ihre Unterlagen per Lastenfahrrad in die Landeshauptstadt zu befördern? Sehr geehrter Herr Abgeordneter, soweit ich weiß, ist das Hessische Umweltministerium das bislang einzige Ministerium in Wiesbaden, das den Postaustausch innerhalb Wiesbadens mit Lastenrädern tatsächlich durchführt. Wir haben auch Fahrräder, Dienstfahrräder zum Ausleihen für Dienstfahrten innerhalb von Wiesbadens und in die Vororte. Und wir haben ein sehr erfolgreiches Mobilitätskonzept, wonach die Bediensteten für Dienstfahrten, jedenfalls in die größeren Städte Hessens, das Jobticket nutzen und deswegen ihre Dienstfahrten ansonsten nicht weiter abrechnen können. Die nächste Zusatzfrage hat Frau Abgeordnete Feldmeier. Frau Ministerin, halten Sie es auch vor dem Hintergrund der Klimakrise und der Folgenkosten für Volkswirtschaft sinnvoll, den Umstieg vom Pkw oder vom Auto auf das Fahrrad zu befördern? Aus volkswirtschaftlichen Gründen ist das sicher sinnvoll. Es werden ja vor allen Dingen Menschen auch angereizt, sich ein Lastenrad zu kaufen, die mehrere Kinder haben und zu den unteren Einkommensschichten zählen, die sonst Probleme hätten, die entsprechenden Transporte zum Beispiel zu machen. Und es ist volkswirtschaftlich auch deswegen sinnvoll, weil das Klimarisiko dazu führt, dass immer mehr Geld auch für Anpassungsmaßnahmen ausgegeben werden muss. Und von daher ist jeder Umstieg auf ein Fahrrad, normale Fahrräder, E-Bikes, aber auch Lastenräder sehr sinnvoll. So, es gibt noch eine Nachfrage von Herrn Dr. Naas. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Das haben wir schon mal festgestellt, auch durch Ihre Antwort, Frau Ministerin. Ich hätte eigentlich erwartet, dass der Wirtschaftsminister antwortet. Das war ja eine wirtschaftspolitische Frage. Sie haben jetzt schon mal eingeräumt, dass wirtschaftspolitische Maßnahmen hier nicht im Mittelpunkt stehen, sondern dass es energiepolitische Erwägungen sind. Haben Sie denn, Nachfrage,
irgendeine Erkenntnis, wie viele Lastenfahrräder jetzt mehr gekauft wurden? Ich frage das deswegen, weil wir im Moment Lieferschwierigkeiten bei den Herstellern haben und wir uns ja eigentlich, was den Absatz von Fahrrädern auf dem absoluten Peak, also im Boom befinden. Sehr geehrter Abgeordneter, es geht ja im Wesentlichen auch darum, nicht nur den Menschen die Förderung oder den Umstieg auf Lastenfahrräder zu ermöglichen, die das notwendige Kleingeld dafür haben, es zu kaufen, sondern vor allen Dingen auch denjenigen das zu ermöglichen, die nicht so viel Geld haben, die aber gleichwohl auf Mobilität angewiesen sind. Und wir haben eine Evaluierung der letzten Runde durchgeführt. Wir haben eine Evaluierung der letzten Förderrunde durchgeführt, die ja auch vom Rechnungshof eingefordert war. Und danach wollten die Antragstellenden zu 58% die Nutzung eines Autos vollständig ersetzen und 29% auf die Anschaffung eines Autos verzichten. Das bedeutet, klimapolitisch ist es auf jeden Fall dann ein Erfolg. Und wenn diejenigen, die auch weniger Geld haben, entsprechend umsteigen können, umso sinnvoller ist das aus meiner Sicht. Und es gibt noch eine Nachfrage des Fragestellers, Herr Dr. Naas. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ist es zutreffend, dass bei der bisherigen Gewährung dieses Zuschusses überhaupt keine Bedürftigkeitsprüfung oder Prüfung der Einkommensverhältnisse stattgefunden hat, sondern an alle, die das beantragt haben und früh genug und clever genug waren, dieser Zuschuss gewährt wurde? Also man kann es natürlich so kompliziert machen, dass wir im Wesentlichen die Bürokratie damit beschäftigen, dass Menschen ein Lastenrad kaufen können und umsteigen können. Ich dachte immer, dass die FDP die Partei ist, die es möglichst bürokratiearm haben will. Wir haben unsere Förderrichtlinie mit dem Rechnungshof durchaus in Übereinstimmung gebracht, der ja sehr darauf achtet, dass keine Steuermittel verschwendet werden. Und ich kann Ihnen noch zusätzlich sagen, dass jenseits der Tatsache, dass wir darauf bedacht sind, dass es auch Menschen, dass auch Menschen gefördert werden, die entsprechend weniger Einkommen haben, dass auch mindestens die Hälfte der Lastenräder im ländlichen Raum gekauft wurden. Also auch das zeigt, dass die mehr davon, dass es nur die Menschen sind in urbanen Gebieten und diejenigen, die in den großen Städten leben, auf Lastenräder umsteigen. Das stimmt auch nicht. Im Gegenteil, gerade in den ländlichen Räumen, wo die Wege auch etwas weiter sind, um Lasten zu transportieren, wo auch keine S-Bahn, keine U-Bahn fährt, ist das inzwischen durchaus angekommen und wird gerne angenommen. Vielen Dank. Das scheint mir jetzt eine Frage zu sein, die an sich sehr viele Nachfragen produziert hat. Es tut mir leid, dass ich jetzt nicht jeden drannehmen konnte. Und mein Eindruck war jetzt auch, dass der eine oder andere etwas unzufrieden zurückbleibt, weil jetzt keine Nachfrage mehr möglich war. Ich würde vorschlagen, dass wir die Frage, das Vorgehen in der Fragestunde noch mal mit in die Runde der parlamentarischen Geschäftsführer nehmen. Meine Schriftführer, die neben mir sitzen, unterstützen mich ja auch. Sie rufen mir auch immer zu, wer sich meldet. Tut mir leid, dass die Wortmeldung war jetzt einfach hinten dran. Deswegen konnte ich sie jetzt nicht dran nehmen, weil das können die Kolleginnen und Kollegen, die hier oben ja mit mir sitzen, auch bestätigen. Eben schon es die Nachfragen der anderen Kolleginnen und Kollegen gab. Es gibt ja auch die Möglichkeit, hier direkt auf den Knopf zu drücken. Das sollten wir aber in der Runde der parlamentarischen Geschäftsführer einfach noch mal besprechen, wie wir das Verfahren halten wollen, weil ich nicht möchte, dass hier eine Unzufriedenheit entsteht. Dann machen wir das Verfahren noch mal transparent. Bitte jetzt auch noch mal, dass alle hier oben nochmal aufmerksam mitgucken, was Sie aber auch tun. Und bitte um Verständnis, es ist halt nicht ganz einfach, wenn es eine Frage ist, wo ganz viele Nachfragen gestellt werden. So, dann haben wir diese Frage jetzt erledigt. Damit kommen wir zur Frage 705 und ich darf Herrn Abgeordneten Pürsün das Wort geben.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, in welcher Höhe entgehen dem stationären Frankfurter Gesundheitswesen Investitionskostenzuschüsse durch die durch das Land niedriger angesetzten Mittel als den auf landesweit 460 Millionen bezifferten Bedarf? Herr Sozialminister, Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter, nicht nur die Hessische Krankenhausgesellschaft bestätigt, dass die Landesregierung die Investitionsfördermittel für Krankenhäuser seit 2019 konsequent und deutlich erhöht hat, wovon auch die Krankenhäuser in Frankfurt profitiert haben. In diesem Jahr stellen wir den Krankenhäusern in Hessen insgesamt 355 Millionen Euro Fördermittel für investive Zwecke zur Verfügung. Davon entfallen erstmals 300 Millionen Euro auf die Pauschalförderung gemäß § 23 Hessisches Krankenhausgesetz, so viel wie nie zuvor. Von dieser Pauschalförderung profitieren 9 Krankenhäuser in Frankfurt überproportional im Vergleich zu den 114 anderen Krankenhäusern in Hessen, die ebenfalls Pauschalfördermittel erhalten. Diese 9 Krankenhäuser in Frankfurt erhalten in diesem Jahr rund 43,6 Millionen Euro, also rund 14,5% der gesamten Mittel. Herzlichen Dank. Es gibt schon eine Nachfrage von Herrn Abgeordneten Pürsün. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Staatsminister, vielen Dank für Ihre Bestätigung, dass der stete Druck der FDP dafür gesorgt hat, dass die Mittel jährlich erhöht wurden. Und vielen Dank auch für die Bestätigung, dass Sie 105 Millionen Euro zu wenig landesweit bereitstellen. Warum stellen Sie denn 105 Millionen Euro landesweit für den stationären Bereich zu wenig zur Verfügung? Herr Abgeordneter Pürsün, ich muss Sie zunächst korrigieren. Die Verabredung zur Erhöhung der Krankenhausinvestitionsmittel stammt bereits aus dem Koalitionsvertrag und war dort auch entsprechend veröffentlicht, sodass die Wirksamkeit jedenfalls der Arbeit der jetzigen FDP-Fraktion damit wenig zu tun hat. Ich darf aber ausführen, dass wir diese Mittel, wie ich es eben bereits gesagt habe, kontinuierlich erhöht haben. Die Hessische Krankenhausgesellschaft selbst stellt fest, ich darf aus ihrem letzten Bericht zitieren, in Hessen lag die Summe der pauschalierten Fördermittel bei 283,5 Millionen Euro. Das ist noch die Zahl aus dem Jahr zuvor. Damit lag Hessen dank des Engagements der Hessischen Landesregierung und des HMSI, dieser Einschub stammt nicht von mir, sondern von der HKG, im oberen Drittel der Bundesländer bezüglich der vorgenommenen Förderung. Wie immer ist Haushaltspolitik eine Frage der Prioritätensetzung und wir setzen die richtigen Prioritäten. Und es gibt noch mal eine Nachfrage von Herrn Abgeordneten Pürsün. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Staatsminister. Also Sie hatten ja nicht die Absicht, den Koalitionsvertrag an der Stelle umzusetzen. Deswegen hat natürlich der Druck der FDP-Landtagsfraktion da gewirkt. Glauben Sie, dass der Verlust von 105 Millionen Euro Investitionskostenzuschüsse in den hessischen Krankenhäusern weniger wehtut, wenn es in anderen Bundesländern noch weniger Mittel gibt? Herr Abgeordneter Pürsün, welche Absichten wir verfolgen und welche nicht, können Sie im Koalitionsvertrag nachlesen. Und ich glaube, wir haben bewiesen, dass wir unsere Absichten dann auch tatsächlich in die Umsetzung bringen. Daran kann es aus meiner Sicht auch keinen Zweifel geben. Dass die Krankenhäuser durch die Länder insgesamt in Deutschland nicht in der vollen Höhe finanziert sind, die die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert, haben wir mehrfach hier auch im Plenum diskutiert. Das ist auch von niemandem bestritten worden. Gleichwohl gilt, dass Hessen mit an der Spitze der Länder liegt, die dem geforderten Betrag am nächsten kommt. Und diesen Weg werden wir auch weitergehen. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Frage 706. Und Herr Pürsün, Sie haben wieder das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Landesregierung, in welcher Höhe entgehen Frankfurt Mittel durch die Entnahme kommunaler Mittel für die Gewährung der Investitionskostenzuschüsse durch das Land? Herr Staatsminister Boddenberg, Sie haben das Wort.
Herr Abgeordneter Pürsün, vielen Dank für die Frage. Aufgrund der Formulierung bin ich allerdings nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe, denn Sie sprechen hier von Entnahme kommunaler Mittel. Damit kann ich im Moment nicht so viel anfangen. Ich unterstelle aber mal und nehme an, dass Sie sich auf das Programm Starke Heimat beziehen und dann will ich entsprechend antworten. Wie Sie wissen, haben wir der Hessische Landtag das Programm Starke Heimat am 31.10.2019 verabschiedet. Mit diesem Programm begleitet das Land die Bemühungen der hessischen Kommunen, sich zukunftsfest und finanziell solide aufzustellen. Dabei soll es allen hessischen Kommunen, unabhängig von der Höhe ihrer jeweiligen Gewerbesteuereinnahmen, ermöglicht werden, ihren Bürgerinnen und Bürgern ein gutes Angebot an kommunalen Leistungen zu bieten. Seit dem Jahr 2020 werden die Kommunen bzw. die für sie tätigen kommunal ersetzenden Maßnahmeträger bei wichtigen Vorhaben in den Bereichen Kinderbetreuung, Krankenhausinvestitionen, da haben wir es nochmal, öffentlicher Personennahverkehr, Nahmobilität, Digitalisierung und Verwaltungskräfte in Schulen unterstützt. Darüber hinaus wird jährlich die Schlüsselmasse des kommunalen Finanzausgleichs mit Mitteln aus der Heimatumlage aufgestockt, was gerade auch den finanzschwachen Kommunen zugutekommt. Die Starke Heimat Hessen kommt der Forderung der kommunalen Seite, die aus dem Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage ab dem Jahr 2020 frei werdenden Mittel den Kommunen vollumfänglich zur Verfügung zu stellen, voll und ganz nach. Denn obwohl der ursprüngliche Grund für die Erhebung der erhöhten Gewerbesteuerumlage, nämlich die Belastung durch die Anrechnung der im Vergleich sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen der hessischen Kommunen im Länderfinanzausgleich nach wie vor fortbesteht, kommen die neu gewonnenen Finanzierungsspielräume vollumfänglich der kommunalen Ebene zugute. Durch die Senkung des Umlagetarifs von 29 auf 21,75% verbleiben ca. 100 Millionen Euro per annum unmittelbar bei allen Kommunen im Verhältnis ihrer Gewerbesteuereinnahmen. Bei der Heimatumlage wird, anders als bei der erhöhten Gewerbesteuerumlage, das Umlageaufkommen nicht zur Finanzierung des Landeshaushalts, sondern ausschließlich für kommunale Zwecke verwendet. Mit dem Programm Starke Heimat bleiben somit die Mittel in voller Höhe in der kommunalen Familie und finanzieren in großen Teilen finanzkraftunabhängig wichtige Bereiche der kommunalen Daseinsvorsorge, auch in Frankfurt. Das ist ja der Ort, auf den Sie sich beziehen und in dem wir beide, glaube ich, unsere Heimat haben. Insgesamt profitieren alle Kommunen, da die Mittel nicht nur gezielt für wichtige kommunale Aufgaben und Projekte vor Ort, sondern auch zur allgemeinen Erhöhung der Schlüsselmasse im kommunalen Finanzausgleich eingesetzt werden. Lange Jahre, bis einschließlich 2019, hatten also alle westdeutschen Kommunen eine erhöhte Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Für die Stadt Frankfurt waren dies im Jahr 2019 127 Millionen Euro. Die abgeführten Beträge der Heimatumlage der Stadt Frankfurt hingegen belaufen sich für das Jahr 2020 auf rund 71,5 Millionen Euro und für das Jahr 2021 auf rund 99 Millionen Euro. Prognosen über die Entwicklung der Heimatumlage im laufenden Haushaltsjahr können nicht belastbar getroffen werden, da ihre Höhe von den tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Frankfurt abhängt. Sie sehen aber, Herr Abgeordneter, dass der Stadt durch die Einführung der Heimatumlage im Vergleich zum vorherigen Rechtsstand nicht etwa Mittel entzogen wurden. Nein, sie hat in 2020 fast 50 Millionen Euro weniger Umlage gezahlt. Dies liegt unter anderem in dem niedrigen Tarif der Heimatumlage, wie ich ihn eben schon beschrieben habe. Und an der Verwendung der Heimatumlage hat die Stadt Frankfurt und die kommunalen Aufgaben betraute Dritte weiter profitiert. Wie erwähnt, wurden die Schlüsselzuweisungen entsprechend, wie ich es eben geschildert habe, eingesetzt. Wir haben diese Förderungen unabhängig vom tatsächlichen Aufkommen der Heimatumlage auch in schwierigen Zeiten fortgeführt. So wurden im Besonderen durch Gewerbesteuerausfälle geprägten Jahr 2020, als das Aufkommen der Heimatumlage wegen der Corona-Krise eingebrochen ist, die Einnahmen aus der Heimatumlage mit insgesamt 89,2 Millionen aus eigenen Landesmitteln aufgestockt. Damit wurden die zwei zentralen Zusagen des Landes eingehalten. Erstens, die Mittel der Heimatumlage kommen ausschließlich den Kommunen zugute und nicht wie das Aufkommen der erhöhten Gewerbesteuerumlage dem Land. Zweitens, der Programmteil der Starken Heimat wird unabhängig vom Aufkommen der Heimatumlage finanziert. Es gibt eine Nachfrage vom Fragesteller, Herr Abgeordneter Pürsün. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Staatsminister. Jetzt unabhängig von der Heimatumlage, wo unser gemeinsamer Kollege, der hinter Ihnen sitzt, der auch dagegen geklagt hat. Ist es nicht so, dass die kommunale Familie sich darüber beschwert, dass diese Mittel aus dem quasi aus kommunalen, den Kommunen zustehenden Mitteln herausgenommen werden und dadurch
kommunale Mittel verloren gehen und das Land nicht mit eigenen Mitteln die Krankenhausinvestitionszuschüsse finanziert. Nicht nur um Krankenhausinvestitionen, das haben Sie eben von Herrn Kollegen Klose gehört und von mir haben Sie gehört, dass es eine ganze Reihe weiterer hoheitliche Aufgaben auf kommunaler Ebene gibt, die natürlich finanziert werden müssen. Zunächst mal will ich auf Ihre Frage antworten, dass die Zufriedenheit der Kommunen unterschiedlich ist. Ich nehme mal darauf Bezug, dass, das wissen Sie, letzten Mittwoch die mündliche Verhandlung vor dem Staatsgerichtshof stattgefunden hat, auf Klage hin von 5 Kommunen, darunter die Stadt Frankfurt am Main. Wir haben, glaube ich, in Hessen zurzeit 443 Kommunen, wenn ich die Landkreise und die kreisfreien Städte alle zusammenzähle. Das heißt, die ganz, ganz, ganz überwiegende Mehrheit der Kommunen hat nicht nur nicht geklagt, sondern ich behaupte, ist durchaus damit einverstanden, dass wir hier eines vornehmen, nämlich, dass wir den Spalt zwischen den gewerbesteuerstarken, insgesamt steuerstarken Kommunen in Hessen und denen, die weniger steueraufkommensstarke Kommunen sind, nicht größer werden lassen. Sie wissen, dass wenn wir gar nichts unternommen hätten, die Stadt Frankfurt am Main von diesem Betrag, über den wir hier reden, 40% in etwa, großer Daumen, behalten hätte. Jetzt kann man sagen, das ist verständlich, dass die Stadt Frankfurt sich dagegen wehrt. Das ist ihr gutes Recht. Das ist dann übrigens nicht der hinter mir sitzende Kollege Uwe Becker, sondern das ist die Stadt, die seinerzeit diesen Antrag vor dem Staatsgerichtshof gestellt hat. Das haben wir, wie gesagt, letzte Woche mündlich verhandelt. Alle anderen Kommunen scheinen wir im Moment recht zufrieden zu sein. Dass die Kommunen immer erklären werden, dass es noch ein bisschen mehr sein dürfte, das, glaube ich, werden wir beide auch in den nächsten 100 Jahren erleben. Aber wenn ich die letzte Bemerkung machen darf, wir haben eine kommunale Finanzierung, wie es in diesem Land und auch vergleichsweise in wenigen anderen Ländern je gegeben hat. 95% der Kommunen haben im laufenden Jahr einen ausgeglichenen Haushalt. Wenn Sie sich mal anschauen, die kassenmäßigen Verschuldungen pro Kopf der deutschen Kommunen insgesamt, dann taucht als erste hessische Kommune irgendwo die Stadt Frankfurt auf Platz 95 auf mit, ich glaube, 390 Euro pro Kopf. Die Stadt Pirmasens auf Platz 1 liegt bei 8.500 Euro. Ich nehme nur noch mal dieses Beispiel, um Ihnen, Herr Kollege Pürsün, deutlich zu machen, diese Landesregierung lässt die Kommunen nicht nur nicht im Regen stehen. Im Gegenteil, wir finanzieren, ich sage auskömmlich, aber es wird natürlich weiter Kritik geben von kommunaler Seite, dass es da und dort ein bisschen mehr sein dürfte. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Frage 708 und ich darf Herrn Abgeordneten Bauer das Wort geben. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich frage die Landesregierung, wie hat sich die Zahl der von der hessischen Polizei genutzten Streifenwagen und deren jährliche durchschnittliche Jahreslaufleistung in den vergangenen 5 Jahren verändert? Herr Justizminister Beuth, ich erteile Ihnen das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Abgeordneter. Für die Landesregierung hat die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger oberste Priorität. Seit 1999 hat sich die Sicherheitslage Jahr für Jahr verbessert und nie zuvor war Hessen sicherer als heute. Die Zahl polizeilich registrierter Straftaten in Hessen ist im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit mehr als 40 Jahren gesunken. Die Kriminalitätsbelastung sank im 5. Jahr in Folge. Um dies auch in Zukunft zu gewährleisten, investiert die Landesregierung weiterhin umfangreich in die innere Sicherheit. Es ist erklärtes Ziel, dass dieser Landesregierung, dass der polizeiliche Fuhrpark stets den vielfältigen Aufgaben und besonderen Anforderungen der Polizei optimal entspricht. Daher investiert die Landesregierung jedes Jahr rund 18,7 Millionen Euro in den Fuhrpark der Polizei und unterstützt somit aktiv die Aufgabenwahrnehmung der Polizei im Interesse der Bürgerinnen und Bürger in Hessen. Der Bestand der Funkstreifenwagen bei der Polizei liegt konstant bei knapp 1.500 Fahrzeugen. Die Jahreslaufleistung betrug dabei in den Jahren 2017 bis 2021 zwischen 30 und 32 Millionen Kilometer. Damit ist auch während der Pandemie gelungen, die polizeiliche Präsenz in Form der Streifentätigkeit durchgehend zu gewährleisten, trotz Corona und Homeoffice, dort, wo es zielführend für die Beschäftigten der hessischen Polizei, aber auch für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger ist. Selbstverständlich wurde und wird der Fuhrpark der Polizei durch die Landesregierung nach den taktischen und organisatorischen Notwendigkeiten fortlaufend überprüft und in seiner Qualität stetig verbessert. So wurde in den letzten Jahren unter anderem ein neuer, größerer Fahrzeugtyp auf die Polizeirevieren und Stationen verteilt, der es auch ermöglicht,
die für den polizeilichen Einsatz erforderliche umfängliche persönliche Schutzausstattung komfortabel und sicher mitzuführen. Vielen Dank. Es gibt eine Nachfrage von Herrn Abgeordneten Garf. Sie müssten drücken. Genau, danke. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage die Hessische Landesregierung, sehr geehrter Herr Staatsminister Beuth, inwieweit haben sich die Kilometer tatsächlich erhöht und setzt die Hessische Landesregierung mit einer erhöhten Kilometerzahl eine verbesserte Prävention automatisch gleich? Herr Abgeordneter, ich habe Ihnen gerade geschildert, dass auch in den Pandemiezeiten trotz des Personalaufwuchses, den wir bei der hessischen Polizei hatten, die Kilometerlaufleistung nur leicht gestiegen ist. Das liegt insbesondere daran, dass wir eben pandemiebedingt erstens auch pandemiebedingt und krankheitsbedingt nicht immer alle Kräfte zur Verfügung hatten. Auf der anderen Seite natürlich der Zuwachs bei der hessischen Polizei auch dafür genutzt wurde, nicht nur die Streifentätigkeit, sondern auch die kriminalpolizeiliche Arbeit entsprechend zu unterstützen, die nicht immer zwingend mit einer erhöhten Laufleistung von Streifenwagen sozusagen verbunden ist. Auf der anderen Seite hatten wir an vielen Stellen während der Pandemie die Lagen rund um das Demonstrationsgeschehen Corona-bedingt, insbesondere an Montags zu bewältigen, was eben immer mit Halbgruppenfahrzeugen durchgeführt wurde, wo halt eben die Streifenwagen nicht in der Form genutzt wurden, wie wir das in der normalen Streifentätigkeit haben. Also insofern ist zu erklären, dass trotz des Personalaufwuchses eben pandemiebedingt die Laufleistung der Kilometer nicht exponentiell sozusagen mitgestiegen ist. Gleichwohl ist natürlich mit dem erhöhten Polizeivollzugsstellen, die wir nunmehr haben, natürlich auch eine entsprechend umfangreiche Arbeit, Streifentätigkeit verbunden, die aber auf der anderen Seite, das wissen Sie als Polizist, nicht immer zwingend im Streifenwagen erfolgen muss, sondern im Gegenteil, sie auch eben durch Fußstreifen und durch Fahrradstreifen entsprechend ergänzt werden. Vielen Dank. Es gibt eine Nachfrage von Herrn Abgeordneten Bauer. Vielen Dank. Herr Innenminister, darf ich mit Blick auf die vorausgehende Debatte mal augenzwinkernd nachfragen? Haben Sie schon mal daran gedacht, dass angesichts der Fülle von Polizisten und von Fahrzeugen vielleicht Sie auch Lastenfahrräder in den Fuhrpark der hessischen Polizei aufnehmen möchten? Vielen Dank, Herr Abgeordneter Bauer. Die hessische Polizei ist für ihre Innovationsfähigkeit und Innovationskraft bekannt. Selbstverständlich habe ich mich bei der Umweltministerin erkundigt, ob es besondere Behördentarife in der Förderung gibt. Wir sind da noch im Austausch miteinander. Aber gedanklich bin ich schon dabei, sozusagen zu überlegen, wie ich die Lastenfahrräder uniformiere, wo Polizei draufsteht und an welcher Stelle wir die Blinkleuchte sozusagen anbringen können, damit wir sozusagen ein voll ausgestattetes, uniformiertes Polizeifahrzeug als Lastenfahrrad dann haben. Vielen Dank. So, es gibt noch eine Nachfrage von Herrn Dr. Grobe. Ich frage die Landesregierung, wie viele E-Autos nutzt sie und wie lange fahren die täglich? Danke. Herr Abgeordneter, das kann ich Ihnen nicht sagen. Die gehen natürlich in der Zahl der Fahrzeuge mit auf und auch der Laufleistung, der Kilometerlaufleistung. Ich erinnere mich daran, dass wir so eine Größenordnung 40, 50 haben, aber ich müsste Ihnen die genaue Zahl nachliefern. Aber oder 60, sagt mir gerade der Wirtschaftsminister. Also in dieser Größenordnung ungefähr haben wir E-Fahrzeuge im Einsatz. Und bisher ist mir zumindest nicht bekannt geworden, dass es da irgendwelche Klagen darüber gibt, dass die zum Einsatz gekommen sind.